Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist natürlich wieder zu unserem neuen Pre-Sale. Aber es ist zum einen ganz anders als das Video letzte Woche. Ich muss mir ja immer was Neues einfallen lassen. In das Produkt, das im Fokus steht, habe ich mich wirklich so richtig verliebt. Once again. Aber ja, natürlich, nachdem die Sales alles sehr, sehr persönlich von mir ausgesucht sind und die Produkte, kann ich mir da ein bisschen das so zusammenrichten, dass es dann zufälligerweise auch urgut in meine Wohnung passt. Genau, und das sind wir nämlich heute auch. Ich werde es auf jeden Fall in mehrere Videos aufteilen, weil in diesem Ziel halt jetzt auch nicht alle Produkte vorkommen, die ich in den Raum einbauen möchte. Aber man sieht hier im Hintergrund diese Türe. Die sieht man oft im Hintergrund, weil eigentlich auch auf Instagram bei mir sieht man hauptsächlich das Wohnzimmer. Und jetzt möchte ich euch eben diesen Raum da hinten zeigen, der eigentlich fast der schönste Raum in der Wohnung ist. Es ist eigentlich mein Fitnessraum, was sich jetzt anhört. Es steht ein Crosstrainer drinnen. Mehr hat es noch nicht in den Raum geschafft. Den ich über alles liebe, also den brauche ich unbedingt zum Herumstrampeln. Aber einrichtungstechnisch ist er halt irgendwie immer im Weg. Aber es gibt ihn, ich brauche ihn und wir werden drumherum einfach schön einrichten. Auf das, was heute reinkommt, freue ich mich wirklich seit Monaten und ich bin so froh, dass endlich Zeit dafür ist. Und ich werde den Raum jetzt dann gleich zeigen und dann auch die unterschiedlichen Schritte, weil es sind ein paar gröbere Sachen notwendig und bis es dann zum Einrichten, zum Feinschliff und zur Dekoration kommt. Von den Farben und vom Stil her wird es ein bisschen minimalistischer. Ich mag minimalistische und puristische Einrichtung und Dekoration irre gerne, wie man dann gleich sehen wird. Nur halt nicht, wenn es um Tischdekoration geht, weil da ist ja der Sinn eigentlich aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz anderer. Da möchte man seine Gäste so richtig von Hocker hauen und sie komplett überraschen und gemeinsam einen unvergesslichen und auch unvergleichlichen Abend haben, weil ja Dekoration was sehr Persönliches ist. Also wird das niemals irgendwo anders genau gleich sein. Und ja, da wäre aus meiner Sicht halt Minimalismus nicht unbedingt angebracht, aber in dem Raum jetzt, da kommt er und ja, dann zeige ich euch einmal den Schandfleck meiner Wohnung. Das ist der Raum mit der traumhaften Aussicht, mit vier Fenstern, Spiegeln und meinem geliebten Crosstrainer, den ich jetzt schon ein bisschen in die Ecke geschoben habe. Genau, und so schaut's aus. Hier haben wir jetzt solche Kommoden, weil ich nicht wirklich Zeit gehabt habe, mir Gedanken zu machen. Aber jetzt habe ich eigentlich schon einen ziemlich guten Plan. Und diese Seite werden wir heute als erstes machen. Nachdem sie eben als Fitnessraum gedacht ist, sind ja auch diese hohen, großen Spiegel. Was ist da zu tun? Es schaut jetzt gar nicht so groß aus, wie es eigentlich ist. Hier sind doch schon so einige Löcher und diese kleinen Dinge da werde ich jetzt einmal im ersten Schritt verspachteln. Das muss natürlich zuerst trocknen, damit wir dann hier eine Tapete drauf geben können. So eine schöne Tapete. Oh Gott. Diese beige bis naturfarbene Tapete, die schimmert so schön. Und ist so fasrig von der Struktur her. So, erst wird jetzt einmal verspachtelt und dann kommt diese hammermäßige Tapete an die Wand. Das ist mein Werk, das jetzt einmal trocknen wird. Und dann können wir heute später vielleicht dann schon tapezieren. Oh, wie komm her, du Flaumi. Wir haben Tag 2, weil ich war tatsächlich so geduldig, obwohl es nicht zu meinen Stärken zählt, und habe gewartet, bis es so richtig, richtig getrocknet ist. Ja, Dami, du kannst natürlich auch zu mir kommen. Oh, super. Und wir sitzen hier schon auf dem Möbelstück, um das es dann geht bei diesem Projekt, in das ich mich eben so extrem verliebt habe. Und zwar geht es um Drehstühle. Aber dazu dann später noch mehr.
Und genau, das heißt, als allererstes werden wir jetzt einmal das, was ich verspachtelt habe, ein bisschen abschleifen, damit die Wand an den Stellen noch schön glatt ist für die Tapete. Ja, und dann kommen wir zur Tapete, die ja hier auch jetzt schon hergerichtet steht. Allerdings, und ich habe wirklich innerlich so gekämpft, weil ich habe mich schon so drauf gefreut. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Tapete ja eigentlich zuerst fürs Wohnzimmer bestellt und das ist schon ziemlich lang her. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde leider nur die eine Bahn. Ich habe keine Ahnung, wo die zweite ist. Ich habe sie überall gesucht. Wahrscheinlich habe ich nur eine mit nach Hause genommen. Keine Ahnung. Aber ja, that's life. Und ich will aber trotzdem diese eine Bahn tapezieren, damit man sich es vorstellen kann. Nachdem dieser Raum, das Makeover von diesem Raum auf mehrere Videos aufgeteilt wird, machen wir halt einfach bei den nächsten Videos den Rest von der Tapete. Aber ich möchte einfach schon einmal sehen, wie das dann ausschaut und dann auch diese schönen Sesseln da vorstellen. Das heißt, ja, jetzt fangen wir mal an. Ein bisschen glatt machen, so wie ihr seht schon. Das ist ein ganz, ganz leichtes Schleifpapier und das reicht vollkommen. Es wird jetzt in 0,x gehen. Wie man sieht, wie angekündigt, ein kleines Stückchen bleibt halt leider vorerst frei. Aber es geht ja weiter, weil es fehlt ja doch noch einiges. Zum Beispiel hier oben, wo diese Schiene ist, da kommt auch noch ein schöner Vorhang her. Und ich habe das jetzt bewusst versetzt tapeziert, damit es einfach so ausschaut wie Paneele. Genau, und bin damit sehr zufrieden. Nachdem die gröberen Sachen jetzt erledigt sind, kommt es jetzt ans Einrichten und es kommt endlich das Möbelstück rein, um das es heute geht. Ich kann echt überhaupt nicht sagen, wie begeistert ich bin, obwohl es mein Beruf ist und ich jeden Tag mit Einrichtungen zu tun habe, ist es so, so schön, zu Hause was zu verändern. Und ich spüre so richtig, wie so schöne neue Einrichtungen oder auch Deko in dem Fall zum Wohlbefinden beitragen kann.
Man sieht es beim Tommy, der demonstriert das hier gerade sehr, sehr gut. Eine richtige Lebensraumerweiterung in diesem Fall, weil diesen Raum haben wir wirklich gar nicht genutzt. Wenn, dann bin ich gerade zum Trainieren reingegangen und der Tommy war generell sehr selten hier drin. Wenn ich am Crosstrainer bin, dann liegt er bis jetzt, jetzt hat er einen sehr, sehr stylischen Sessel dazu bekommen. Dann liegt er meistens so traurig unten am Boden und schaut mich so an und denkt sich, wann kommt sie runter? Und darum habe ich ihn meistens gar nicht mitgenommen. Also er hatte kein Verbot, aber ja, war nicht sein Lieblingsraum. Da ist wenig gekuschelt worden. Es geht natürlich bei diesem Sale, weil ja alle Produkte, die hier stehen, auch im aktuellen Pre-Sale sind, um Drehstühle. Ein Produkt, in das ich mich sowas von verliebt habe. Einfach ein extrem stylisches Produkt, auch mit leichtem 70s-Touch. Und ja, so wie in der Mode braucht man halt auch bei der Einrichtung immer wieder mal was Neues und auch neue Trends. Und in diesem Fall ist es der Drehfuß. Ausgesucht für zu Hause habe ich mir dieses Modell. Die sind mit Samtbezug in Taupe. Hier ist ganz einfach die Rückseite so traumhaft schön. Diese geraffte Rückseite. Diese Sessel eignen sich natürlich auch perfekt als Ergänzung bei einer Sofagruppe, wo man dann auch immer die Rückansicht im Blick hat. Bei uns ist es so, und ich mag das dann eh noch, ich mag den ganzen Raum dann noch herzeigen, und eben auch den Blick aus dem Wohnzimmer, dass sie jetzt so ein bisschen schräg stehen. Das heißt, wenn man aus dem Wohnzimmer reinschaut, dass man diese geraffte Rückseite auch so richtig schön sieht. Vom gesamten Styling her habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass es minimalistischer sein soll. Damit, mit dieser ausgesuchten Deko, bin ich auch total happy. Ich habe uns da schon zwei Teelichter angezündet und es ist eben alles sehr stark in Naturtönen. Auch diese Kissenhülle, die normalerweise natürlich auf diesen Sessel gehört, aber jetzt mag ich den Tommy beim Schlafen nicht stören. Im aktuellen Pre-Sale sind auf jeden Fall die drinnen und auch sonst alles, was in diesem kleinen Look jetzt sozusagen dabei ist, bis auf die Lampe, weil die ist auch von Pure Velvet, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die noch gibt, weil die habe ich schon sehr, sehr lange. Es sind natürlich, wie der Name schon sagt, ganz, ganz viele Drehstühle in unterschiedlichsten Stilrichtungen dabei, von sehr, sehr retro und sehr 70s bis zu ein bisschen mehr girly und in Muschelform, in rosa und samt und mit Leinenbezug und in dunkleren Farben und in helleren Farben. Also ich habe wirklich alles durchforstet, was es gibt, und meine Favorites da eben zusammengestellt. Dann sind auch sehr, sehr viele Beistelltische dabei. Die Teelichter und diese kleine Skulptur, auch urschöne Dekokorallen, eine pinke Dekokoralle. Die habe ich mir schon markiert. Die kommt, die muss irgendwo Platz finden. Und die verkreuzten Beistelltische und dieser Teppich. Dieser Teppich ist bei Tageslicht so eine Aufwertung für diesen Raum. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und hinter mir habe ich dieses passende Kissen dazu. Und was ist noch dabei? Der Feigenduft, der Feigenduft. Der ist jetzt in diesem Sale auch endlich dabei. Den wollte ich ja mit nach Hause nehmen und jetzt ist er da und der riecht so gut. Man ist natürlich immer Geschmackssache, wie man Düfte empfindet. Die ganze Wohnung riecht nach diesem Duft, aber nicht so unangenehm intensiv, weil ich mag zum Beispiel Parfum gar nicht. Ich verwende überhaupt kein Parfum, weil ich diesen permanenten Geruch an mir nicht mag. Und so empfinde ich diesen Duft als sehr, sehr angenehm, obwohl man ihn doch wahrnimmt. Der Pre-Sale ist schon online und läuft noch bis diesen Sonntag. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut und mir vor allem, nachdem das wirklich, ich weiß, ich sage es jedes Mal, mir ist die Auswahl sehr, sehr wichtig, der Produkte, die da reinkommen, und da würde mich natürlich euer Feedback interessieren. Ja, und wie geht's weiter? Dieser Raum ist ja noch nicht fertig, das ist jetzt eine Seite und die zweite Seite ist schon in Vorbereitung. Also wer weiß, was mir da noch einfällt, ein paar Dinge habe ich noch gesehen für die Fensternischen. Dann wird es auf jeden Fall hier so richtig, richtig wohnlich. Und dann möchte ich natürlich diesen Raum komplett rundum herzeigen. Ja, also was fehlt, da brauche ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Es fehlt da so dezent ein kleines Stückchen der Wände am Rand. Die kommt natürlich noch dazu. Und so, so wunderschöne Vorhänge in Seidenoptik, unterfüttert und so richtig, boah, so schön am Boden stehen. Und da werden wir auch gemeinsam ein kleines DIY machen, weil unsere Räume sehr, sehr hoch sind, gibt es kaum fertige Vorhänge zu kaufen.
und darum werde ich die verlängern. Was für mich auch gleichzeitig eine optische Aufwertung ist, weil ich sehr gerne mag, wenn die Vorhänge unten eingefasst sind. In dem Fall wird es mit demselben Stoff gemacht, aber eben so eine Stulpe quasi beim Vorhang unten, und das passiert dann auf jeden Fall das nächste Mal. Das heißt, ich hoffe, euch hat dieses Mini-Makeover gefallen und ihr schaut auch vorbei auf der Seite und unbedingt gebt mir Feedback dazu. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und es geht weiter, es ist noch nicht fertig und wir sehen uns beim nächsten Video. Oh, ja.